Wenn du in einem Bett schläfst, wird deine Gesundheit vollständig wiederhergestellt und alle verkrüppelten Körperteile werden geheilt. Na wunderbar, dann brauche ich ja nur noch mit meinen gebrochenen Beinen und verdrehten Armen mich in ein Bett zu legen und alles wird wieder gut, wenn ich aufwache. Yay! Probiert das nicht zu Hause aus, Leute. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Wir sind gerade in der Kommandozelle von Fort Hagen angekommen und ich hoffe mal, dass wir hier diesen Kellogg finden werden. Bin ich mal gespannt. Ah, der wird sich höchstwahrscheinlich wieder irgendwo verstecken, der Drecksack. Oder sich überhaupt nicht zeigen. Ja, wahrscheinlich, entweder versteckt er sich gleich hinter einem Sicherheitstor oder den bekommen wir gar nicht zu Gesicht. Eins von beiden. Ich rechne ja schon eher mit dem Letzteren. Hätte nie gedacht, dass du mal an meine Tür klopfst. Ja, Ob die ne? 50-50 gegeben ist, nach Diamond City zu schaffen. Dachte, das Commonwealth würde dir dann den Rest geben. Ja, so leicht bin ich nicht umzubringen, Alter. Wow! Habt ihr das gesehen, wie der noch in Zeitlupe auf mich zugerannt ist, der Drecksack? Ja, dafür ist er jetzt nur noch Asche. Legendärer Gegner, yo. Legendärer Gegner ist mutiert und direkt danach zu Asche zerfallen. Ella Badge. Tja. Irgendwo höre ich immer noch ein komisches Geschütz rumschwirren. Oh, hallo. Vats verbessert. Metallrüstung rechter Arm. Um 10% reduzierte Aktionspunktekosten im Vats. Ja, sehr geil. Das nehme ich gerne. Valentine? Valentine, komm bitte. Hey, kann ich was? Ja, du kannst was für mich tun. Alles nehmen. Nimm alles, alles. Ach, das war jetzt wieder die gelbe Farbe. So ein Mist. Warte mal. Gelbe Farbe da. Dann kannst du was anderes nehmen. So, 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 so. Okay, den Was will Rest. ich tun? Ja, ansonsten muss ich halt aufhören, diese ganzen schweren Geräte einzusammeln. Ich habe gerade gesehen, die Schreibmaschinen, die nehmen einiges an Gewicht weg. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber klar, wenn ich ein paar davon einsammle, dann verbaue ich mir das ganze Inventar ganz schön. Dass ich da nicht lang kann, wurmt mich ehrlich gesagt so ein bisschen. Gut, du bist So. angepisst, verstanden. Aber was willst du hier dann erreichen? Das wird überhaupt nichts bringen. Ja, werden wir noch sehen, Kollege. Du wirst mir gleich schön verraten, warum meine Frau sterben musste. Was? Was zum Teufel? Okay. Kann ich das irgendwie entschärfen? Ich sehe die Falle dahinter doch. Ah, scheint nicht so zu sein. Mist, ey. Au. Meine armen Haarklammern. So. Ach so, ist doch keine Tesla-Falle oder was? Ah. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt erwartet. Na gut. Soll mir recht sein. Oh, Vorkriegsgeld, nett. Und eine Haarklammerbox, jawoll. So gefällt mir das. Und was ist das hier bitte schön? Oh, Experte, kann ich da überhaupt ran? Kann ich tatsächlich. Ascendant Cool. Shrouded. Ha, geil, habe ich sogar schnell hingekriegt. Ja klar, ich kann die Tür wieder steuern. Noch irgendwas anderes? Nö. Nee, einen Turm kann ich sogar noch steuern. Ach, aber der ist mittlerweile eh schon wieder gemetzelt worden von meinen Begleitern. Wow! Okay, vielleicht auch nicht. Was zum Teufel ist das denn? Blast and Radius. Wir sind hier irgendwo. Okay.
Ah. Naja, das ist jetzt. Nein. Okay, da scheint es aber auch irgendwie weiterzugehen. Heißt das, ich komme hier nicht durch? Tatsächlich, ich komme da gar nicht durch. Holy shit, warum ist der auch ein? Habe ich gar nicht gesehen. Jawohl, ja. Ey, in letzter Zeit scheinen sich die Gegner immer öfter in Asche aufzulösen. Das ist krass. Ah, Versuchszelle, Institutgewehr. Ah, jetzt kann ich wieder nichts annehmen. Irgendwas kann ich doch bestimmt loswerden. Ja, Zahnräder brauche ich eigentlich schon ganz dringend. Ja komm, verstellbare Schraubenschlüssel ist jetzt auch nicht wirklich wichtig. Boah, ich habe ja aber einiges hier. Ja gut, dann verzichte ich auf eine Schreibmaschine. Ja und ansonsten, ich gucke auch mal, was er dabei hat. Wir sehen uns gleich, sobald ich ein bisschen aufgeräumt habe. So, jetzt trägt der gute Valentine mein ganzes Zeug und... Ich werde jetzt erstmal definitiv keinen Schrott mehr aufsammeln. Das ist, macht keinen Sinn mehr. Ah, hier haben wir einen weiteren Fusionskern, sehr gut. Für unsere Power-Rüstung sind die Dinger ja. Das habe ich bislang nur deshalb nicht herausgefunden, weil ich einfach bislang die Dinger, das Teil nie benutzt habe. Was eigentlich ein Fehler ist. Ich hätte es sehr oft schon sehr gut gebrauchen können. Nee, nehme ich nicht. Nur den Superkleber. Nur die Sachen, die nützlich sind. Gamma-Patronen 38er. Beziehungsweise nützlich sein könnten, weil sie es schon im letzten Teil waren. Okay. Wow. Ich finde immer noch Valentines Augen so ein bisschen gruselig. Ich kann mir nicht helfen, aber... diese weit aufgerissenen gelben Augen, das ist echt unangenehm. Okay. Hilfe. Ich fühle mich jetzt hier leicht verloren. Was haben wir denn hier? Red Eggs. Ja, sehr gut. Und Red Away. Ja, das nehme ich doch gerne mit. Ein Bett, ein Stimpack. Sehr gut. Schönes Krankenzimmer. Ach, da. Ich wollte gerade sagen, irgendwo in einem Krankenzimmer gibt es doch bestimmt auch einen Erste-Hilfe-Kasten. So, bitte aus dem Weg. War ich hier nicht schon? Kann sein, kann nicht sein. Oh, eine Energiewaffen-Wackelpuppe. Geil, gut, dass ich hier hingekommen bin. Du erhältst dauerhaft 25% kritischen Schaden mit Energiewaffen. Geil. Nice Sache. Ha, also war ich doch nicht hier drin. Ah ne, Brotdose, scheiße, die wollte ich eigentlich nicht nehmen. Oh, Speiseöl. Das könnte gut sein. Ja, hab mir gedacht, dass die Holzkiste schon wieder versperrt ist. Die sah schon so versperrt aus. Die hat mir schon so entgegengelacht. Hehehe, na? Da musst du dir schon die ein oder andere Haarklammer an mir abbrechen. Das wär's. So, ein paar Granaten, eine Mine. Fertig. Wir sind hier irgendwo. Ist hier noch was? Sieht nicht so aus. Wow, what the fuck? Alter! Drecksack. Ah. So, kurze Unterbrechung, Entschuldigung. Ba-ba-ba. Ach, ich liebe das. Ich habe so schön... Wenn man ordentlich Munition für seine Waffen hat, dann fühlt sich das einfach nur gut an. Apropos, habe ich wieder ein bisschen was für Löwenherz? Tatsächlich. Ein bisschen was. Ja, aber ich glaube, sobald ich mit diesem Dungeon hier fertig bin, werde ich... Hä? Ach so, ja klar, hier habe ich mein ganzes Zeug abgelegt. Ah, hier von hier komme ich ja. Ich werde auf jeden Fall, sobald ich mit dem Dungeon fertig bin, meine Schnellfeuerwaffe auf die Maschinenpistole umwechseln. Eine Nuka-Cola Quantum finden wir hier. Das Passwort zur Waffenkammer von Frau Hagen? Geil. Guck mal, ich habe den richtigen Riecher hier. Wo rotes Licht ist, da muss was Gutes am Ende sein. Schön. Du hast Mumm und bist entschlossen, das bewundere ich. Aber du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr du dich hier übernimmst.
gewesen. Meinst du? Feindliche Präsenz. Wow! Holy shit, ein Sündsucher mit einem Totenkopf. No. Oh Gott. Momentchen. Gegen den will ich jetzt mal diese Eingranaten hier ausprobieren. Hier, Impulsgranaten. So, viel Spaß. Eieieiei, das scheint ja nicht allzu viel zu bringen. Das ist nicht gut. Werde ich die Splittergranaten auf jeden Fall wieder ausrüsten und ich muss mich wieder ein bisschen heilen. Wie geht's eigentlich meinen Körperteilen? Noch relativ gut. Okay, geröstetes Meyerlurk-Fleisch. Eieieiei. Ey, die Rücken. Jetzt zieh dich. Boah, ey, diese Kamikaze-Leute, die einfach so auf dich draufballern, weil die ganz genau wissen. Ja, wenn der stirbt, dann ist das Spiel vorbei. So benehmen sich die Gegner dann meistens. Das sind ein bisschen spannend. Viel Spaß. What? Ich bin zu weit weg hochgegangen. Boah, ey. Mit der allerletzten Kugel habe ich den noch getötet. Da habe ich jetzt richtig Schwein gehabt. So, wieder geröstetes Meyerlöck-Fleisch essen. Kronkorken, Fusionszelle, Sündlust. Ja, schön wär's, aber das Problem ist, ich kann dir auch nichts mehr geben. Ja, dann werde ich die normalen Institut-Gewehre, Pistolen. Oh, die sind aber so viel wert. Scheiße. Ja, dann muss ich gucken, was ich hiervon alles wegräumen kann. Bis gleich. So, jetzt habe ich einigermaßen aufgeräumt. Ich hoffe, dass ich es jetzt bis zum Ende des Dungeons schaffe, ohne das noch einmal machen zu müssen. Es ist nicht zu spät. Hör auf und geh. Du hast diese Sorry, den letzten Teil deines Satzes konnte ich nicht verstehen. Wegen dem Terminal, das mich abge... Dem Terminal, sage ich schon. Dem Geschützturm, der mich abgeballert hat. Deiner übrigens. Passwort, haha, haben wir ja schon. Was ist denn hier alles? Sind das seine Privatgemächer? Leere, aufgebördelte Vase mit Blumenmuster. Ah, mit Fuck. Hey, da sind wir wieder. Oh, ein Sturmfeuerzeug. Ist nicht so schwer. Ein US-Handbuch für verdeckte Einsätze. Du bist dauerhaft beim Schleichen schwieriger zu entdecken. Sehr gut. Das kann ich auch gut gebrauchen. Schachtel Zigaretten. Eieieiei, es gibt hier echt schon viel zu viel zu entdecken, das ist geschafft. Echt krass. Man lässt sich so leicht in den Fallout-Spielen ablenken von jeder Kleinigkeit. Klar, weil dann findet man da irgendwas, dann ist in der nächsten, im nächsten Raum auch wieder was. Valentine, ich würde gerne mitkämpfen, danke. Gehen uns nicht so. Mehr auf die Nerven. Ne, garantiert nicht. Hier ist aber noch irgendwas. Ach. Danke. Dafür bin ich jetzt aber auch ganz schön mitgenommen, ey. Ja, komm, jetzt benutze ich mal ein bisschen aufbereitetes Wasser. Fleisch von den Meyerlurks, ja, bitte. Warum nicht? Befindet sich hier hinter was? Ja, ein Lasergeschütz, um das Zeug zum Looten. Schön. Und ansonsten auch nichts mehr. Okay. Ist das da schon, oder was? Das ist jetzt aber... Warte mal. Und was mache ich, wenn ich hier das Passwort eingebe? Tür öffnen. Ich dachte eigentlich, ich müsste jetzt durch diese Tür durch. Nein, hier ist ja ein Lager, ist nicht wahr? Boah, geil. Das ist ja der Hammer. Oh, hier ist ordentlich Zeug. Haarklammerboxen, ja, sehr gut. Red X. Her damit. Noch ein Schloss. Alles verschlossen hier. Okay, meine Güte.
Ich sollte mich ja nicht beschweren. Man hat mir vorher schon bereits vorher gesagt, man muss mir nur ein bisschen verschlossenes Zeug geben und schon bin ich zufrieden in Fallout. Und jetzt bekomme ich genau das. Also. So. Ist nicht wahr. Hier ist ernsthaft noch ein Fat Man drin. Och, kommt, Leute. Die will ich jetzt natürlich auch gleich mitnehmen. 556 Patronen. Geil. Dahinter? Nee, sehe ich nichts mehr. Okay, ich guck mal gerade, ob ich den Fat Man noch reingequetscht bekomme. Moment. So, ich habe ihn tatsächlich noch reinquetschen können, weil ein Fat Man ist sein Geld ja richtig wert. Der ist richtig viel wert. Das kann ich mir einfach nicht nehmen lassen, einen Fat Man mitzunehmen. Ach ja, ich habe ja auch die ganze Zeit ein Level-Up. Das habe ich jetzt wieder vergessen. Übrigens, beim letzten Level-Up, das hat man, glaube ich, gar nicht gesehen, habe ich hier Schlossknacker auf Maximum gemacht. Also ich bin jetzt in der Lage, jedes Schloss im Ödland zu knacken. Allerdings, der nächste Skill, den werde ich höchstwahrscheinlich nicht einsetzen. Moment, wo kann ich das? Ja, hier, deine Haarklammern brechen beim Schlossknacken nicht mehr und du kannst alle Schlösser einfacher knacken. Das letzte ist ja noch nützlich, aber dass die Haarklammern nicht mehr brechen, ist ja ein bisschen blöd. Dann ist das nicht mehr so spannend, das Schlösserknacken. Oh, hier, Stimpaks stellen 75% der verlorenen Gesundheit wieder her und Radaway entfernt wesentlich mehr Strahlung. Das ist auf jeden Fall sehr nützlich. Allerdings gibt es auch ein paar Skills, die ich gerne auch so hätte. Moment, Rüstmeister, kann ich das machen? Ja, könnte ich. Und auch das? Ne, Rang 3 Mods für Waffen, da brauche ich Level 25 für. Schade. Mist. Habe ich schon den Skill freigeschaltet bei für Wissenschaft? Oder brauche ich dafür mehr Intelligenz? Da, Wissenschaft. Ja, ich brauche tatsächlich noch einen Intelligenzpunkt dafür, um Wissenschaft freizuschalten. Das brauche ich ja, um gewisse Hightech-Mods hinzuzufügen. Zumindest bei Energiewaffen ist das irgendwann auch Pflicht, dass ich die Dinger, dass ich diesen Skill habe. Aber momentan benutze ich Energiewaffen ja sowieso noch ziemlich selten. Deswegen würde ich eher sagen, ich verbessere mal meine Heilung ordentlich. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. So. Jetzt stellen meine Stimpaks ordentlich Schaden wieder her. Also ordentlich Energie wieder her. Ja. Redaway, auch weiteres Wasser, Blutpaket. Ansonsten auch noch Haarklammern. Nett. Da hat einer Haarklammern in die Waschmaschine getan. Das ist nett. Das finde ich nett. Ein Kaugummi. So, ansonsten. Ja, das war's. Okay. Dieser Raum sieht verdächtig nach Falle aus, ernsthaft. Gleich schnappt die Tür doch hinter uns zu und irgendetwas müssen wir dann ganz schnell machen. Ah, aber immerhin ein bisschen aufbereitetes Wasser. Das sieht tatsächlich so aus, als ob der... Du hast es geschafft. Wow. Du findest mich gerade aus. Meine Sins tun dir nichts. Reden wir. Ach, jetzt auf einmal erst bist du in der Lage zu reden. Vorher konntest du deine Sims etwa noch nicht abschalten, oder was? Schweinefürst. Na, schauen wir mal, was hinter diesem Namen Kellogg steckt. Wie schön. Und ob der Kerl einigermaßen mit sich reden lässt. Ich bezweifle es ja, ehrlich gesagt. Na, Zigarrenkiste nehmen wir mal mit. Ja, ansonsten brauchen wir hier nichts, oder? Nö, sieht nicht so aus. Alles klar. So. Hoffentlich sind jetzt keine Fallen mehr. Wow. Hier. Wow. Unverwüstlichste Mann des Kampfes. Junge. Lustig. Ich dachte nur, das wäre ich. Vorsicht, ja? Ich habe schon viel mehr Sünds platt gemacht, als du jetzt hier in dem Raum liegen hast. Wow, du hast okay. Du einen langen Weg hinter dir. Ich habe zugegebenermaßen... Ich habe jetzt ehrlich gesagt jemand anderes erwartet. Zum Beispiel einen Ghoul. Okay, gib mir meinen Sohn. Psychopathischer Mörder und Entführer. Gib mir Sean. Sofort. Also gleich ran an den Speck, was? Na, gut. Von mir aus. Dein Sohn Sean. Toller Junge.
Er ist ein wenig älter, als du dachtest, aber das hast du ja mittlerweile wohl selbst rausgefunden. Aber wenn du auf ein glückliches Wiedersehen hoffst, muss ich dich enttäuschen. Dein Sohn ist nicht hier. Willst du mich verarschen? Ja, fick dich. Das würde ich jetzt ehrlich gesagt auch gerne sagen in der Situation. Aber okay, raus damit, sag los. Sag dir, wo er ist, verdammt nochmal! Okay, das hast du dir wohl verdient. Ja, Sean ist an einem guten Ort, an dem er sicher ist. Wo? Geliebt wird. Wo? In seinem Zuhause. Ernsthaft? Im Institut. Ah, na toll, ich dachte jetzt zu Hause, wo jetzt? In Vault 111 oder was? Nein. Nichts hält mich auf. Das Institut? Ich werde ihn finden. Wo immer er auch ist. Nichts wird mich aufhalten. Meine Güte, du bist hartnäckig. Das muss man dir lassen. Tja. Wie ein Vater eben. Wie ich es an deiner Stelle wohl auch sein würde. Auch wenn es nichts... Aber wir haben jetzt lange genug geredet. Wir beide wissen, wie das hier enden muss. Also. Ernsthaft? Bereit? Na gut. Wenn du es unbedingt willst... Du weißt, dass ich das bin, Kellogg. Erwischt. Ja, scheiße, hinter uns war ja einer. Drecksack. Oh ne, ich kann jetzt schon nichts mehr tragen. Willst du mich verarschen? Das ging jetzt viel zu schnell. Na toll, jetzt ist halt... Ach. Ja gut, dann muss ich mich jetzt halt von den Institut-Zeug trennen. Also, oh, Institutpistole, da. Das hat gesagt. Muss jetzt sein. Oh, oh. Nein. Wow! Alter, wo kam das denn jetzt her? Ich habe gar nicht gesehen, was mich getroffen hat. Du rennst schneller, wenn du deine Waffe einsteckst und am schnellsten, wenn du sprintest. Ach, ey, so langsam muss ich, glaube ich, echt mal mit der Powerrüstung rumlaufen. Wo bin ich denn jetzt? Ach ja, toll. Obwohl, allzu weit wird das jetzt auch nicht entfernt sein. Ach nee, die Asche. Scheiße, das Aschenbecher will ich doch gar nicht. Habe ich ja nur das Zeug hier geholt, hier die Kaugummis genommen und reingegangen. Ja gut, wir sehen uns wieder, sobald der Kampf mit ihm wieder beginnt. Okay, da sind wir wieder. Erstmal um den Drecksack kümmern. Ein zweiter kommt jetzt um die Ecke. So, das war der einfache Teil. Ja, nichts vergeuden. Oh, oh. Das kriegst du zurück, du Drecksack. Gleich zwei davon am besten. Ha, das hat ihn voll erwischt. Scheiße. Doch nicht. Scheiße. Mistkerl. Nein. Oh nein. Nein, nein. Oh nein. Gnarf. So, jetzt ist nur noch der Kerl übrig. Holy shit. Wow, der Pistol benutzt einen Stealth-Boy. Drecksack. Scheiße. Wow. Alter, beruhige dich. Beruhige dich. Ah, was ein Arschloch. Ich wusste gar nicht, dass er einen Stealth-Boy benutzt. Ich wundere mich die ganze Zeit, worauf Valentine eigentlich einschlägt. Ja, alles klar. Ich mach mal vorsichtshalber noch ein Stimpack. Alter. Alter, Drecksack. Jawoll. So, immer schön handeln. Ach, heilen meine ich. Phew. Wo ist der Sack? Ah, na, jetzt ist dein Stealth-Boy vorbei, was? Jetzt hast du keine Chance. Meine Visage wirklich die letzte sein, die du siehst? Boah, wie der jetzt von Decken zu Decken geht. Erwischt! Nein, der hat mich ernsthaft noch mit seiner letzten geworfenen Granate erledigt. Was ein Arschloch. Oh. Den krieg ich noch. Ohne Scheiß, den krieg ich noch.
Das mache ich den Part jetzt noch. Was hat der überhaupt für eine Waffe da? Ja, ne? Wow, what the fuck? Nein! Boah, da hat mich jetzt mein System aber gut gewarnt. Heilige Scheiße. War's das? Nö. Willst du herkommen und es rausfinden? Da oben steht der zweite. Soll meine Visage wirklich die letzte sein, die du siehst? So, jetzt komme ich zu dir. Stirb doch endlich! Ja, danke schön. Jetzt muss ich mich erstmal wieder heilen. Eieieiei. Aufbereitetes Wasser, das wiegt es gerade am meisten. Wird niemandem mehr was tun. Ja. Wir sollten uns umsehen. Uns alle Infos sichern, die es hier gibt. Terminal-Passwort kybernetischer Gehirnverstärker? So viel Technologie. Du warst ja kaum noch ein Mensch. Stealth Boy, kybernetischer Schmerzunterdrückung, bla, kybernetischer Gliedmassenakkuter, Kelloggs Outfit und seine Pistole nehme ich auch mit. Füllt deine Aktionspunkte bei einem kritischen Treffer wieder auf. Geil. Nehme ich mit. So, damit habe ich zwar jetzt wieder weniger, aber ich tausche jetzt ein bisschen mit dem Nick. Rede. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt geht's auch wieder. Und wo geht's hier jetzt raus? Ah, da wird irgendetwas markiert wieder. Ah, ein Terminal. Otoskop. Ah, brauche ich jetzt nicht wirklich. Ein Rekorder, nö. Stimpack und Adektrol, das schon eher. Ach, Sicherung. A-Klammerbox. Stimpack, Mantels. Da ist sogar noch eine Militärkiste auch kommen, Leute. Ich kann jetzt nicht mehr alles aufnehmen. Metallrüstung. Ah. Ach Gott, es ist schon nicht leicht, als Held all das Zeug rumzutragen. Wie viel ist das? 4,7. Linker Arm. Werde ich eh jetzt nicht ausrüsten, deswegen weg damit. Okay. Ach ja, ich muss ja an das Terminal. Und ich sehe da ein Magazin scheinbar. Boah, ey. Das Stil von dem Ding ist jetzt krass. Zugangsprotokoll, so. Sprich mit Nick über deine Erkenntnisse. Lokal, Login, Anmerkungen haben den Jungen namens Sean erfolgreich ans Institut abgeliefert. Bezahlung erhalten, haben neue Befehle erhalten, sollen Deserteur aufspüren. Verstärkung ist versammelt, vor Tagen gesäubert und gesichert. Brechen bald auf. Ja, und dann kam ich. Sicherheitstürsteuerung, Türen öffnen, bitte. So, das war's. Dann hat Kell. Rob Pro Fun habe ich jetzt hier noch gesehen. Enthält das Holoband-Spiel Pipfall. Aha. Nett. So. Hey, Valentine. Wir wissen, wo dein Sohn steckt. Jo. Aber nicht mal ich weiß, wo das Institut ist. Und die haben mich immerhin gebaut. Das ist krass. Okay. Es muss eine Möglichkeit geben, Nick. Wir kommen hier nicht weiter. Wir sollten einen Schritt zurückgehen. Die Sache mit anderen Augen sehen. Die einzige, okay, die dem Institut vielleicht auf den Grund gehen würde, ist Piper, die Reporterin aus Diamond City. Wir sollten uns mit ihr treffen, die Sache besprechen. Alles klar, dann los. Also auf nach Diamond City. Hey, Kopf hoch. Ja, es sieht im Moment düster aus. Aber es gibt Hoffnung. Ja, die gibt es auf jeden Fall. Okay, also haben wir unseren Sohn hier doch noch nicht gefunden. Das wäre jetzt auch ziemlich krass gewesen. Oje. Aber wenn das Institut den auch bereits hat, ich hoffe, die werden den jetzt nicht irgendwie umpolen, dass er dann am Ende gegen uns kämpft. Das wäre richtig mies. Ach so, hier In bin ich jetzt Beruf wieder. In meinem Beruf sieht man oft das Schlimmste im Menschen. Das setzt einem manchmal echt zu. Aber wieso ist diese Sicherheitstür jetzt nicht geöffnet?
Naja, egal. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch und wir sehen uns dann zum nächsten Part von Fallout 4, wo wir dann sehen, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal.